erwartest du? Ja. So, nächster Leiter. Nächstes Rocket-Mitglied. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr die zweite Leiter runtergeht, an der Frau rechts vorbei, in dem kleinen Raum mit Untergeschoss da, TM1, den Stein durchsuchen. Ich glaube, da war ein Item drin. Okay. So, für mich ist es hier gerade irgendwie halb blind. Ich gehe jetzt die zweite Leiter runter, dann ist ja erstmal ein Zwischenraum, ne? Hm. Und dann ist noch eine Leiter nach unten, ne? Ja. Aber da ist noch nicht der komplette Ausgang, ne? Nein. Oh. Der komplette Ausgang ist dann so wie der Eingang. Ah, hier ist Team Rocket Mitglied. Ah, und da der Stein, ja. Ich auch, Alter, es geht so mega auf die Eier. Ey, weißt du noch früher, wo du Marcel und mir einmal nicht geglaubt hast, dass ich einmal wirklich ohne Sachen zu kaufen das Spiel durchgespielt habe? Hab ich doch auch schon gemacht. Ich kaufe richtig selten Sachen. Ich auch. Wenn vielleicht mal nach. Hab ja irgendwie nichts mehr gekauft. Einfach. Nein, kriegt er genug. Man findet genug Hyperbälle. Ja. Hey, Philipp, meintest du vorhin an der Frau rechts vorbei? Links vorbei natürlich, glaube ich. Ach so, ja. Oh. Links, rechts, Schwäche, Philipp. Ja, ich weiß. Ja, Ente verwirrt mich voll. Hä, nee, weil, ich bin ja beim Team Rocket mit dem da rechts auch ein Stein. Ja, den meine ich ja. Ja, aber du hast hier gesagt, an der Frau vorbei. Ja, ich meine aber, wenn es zu der Leiter hingeht. Also. Hier liegt ein Äther. Das ist nice. Was bringt Äther? Füllt von einer Attacke, glaube ich, 10. Ja. Benutzung auch, also 10. AP. AP, genau. Scheiße, mein Pooplap ist down. Oh, Füllt ein von Lava. Hä? Paras. Ja, hab ich eben auch schon wieder gefunden. So selten ist das doch nicht. Ja, wie aber gesagt, maximal 15%. Ja, aber lass was. Scheiß drauf. Ich nehme gleich erstmal ein paar Pokémon mit, um die 30 dann bis Orania City voll zu haben. Ich fange ja auch gerade die meisten. Ich kenne einfach alles in diesem Game. Zocke irgendwie, dass ich irgendwie hier durchkomme. Mein Haupt-Pokémon ist schon mal down, ey. Aber lass es mal irgendwie mal machen, lass mal einfach eine Nacht lang mit Speed auf Pokémon Feuerrot oder so durchzocken. Hab ich doch schon. Nee, da hast du ja auf dem Handy durchgespielt. Ja, ist doch das gleiche, ob ich auf dem PC oder auf dem Handy spiele. Ja, aber auf dem Handy hast du nicht mit Speed gezockt oder wie? Klar. Ja? Ja. Ja, aber da musst du bedenken, hast du die Pokémon Liga ein paar Mal gemacht. Ja. Und halt auch die ganzen Islands und alles. Und alle Legis gefangen und so. Oh. Das war so geil, ey. Justin geht so pennen. Ich bin nicht pennen gegangen. Du bist eben eingeschlafen. Nein, ich lag auf meinem Bett. Du hast die ganze Zeit irgendwie auf meinem Stuhl gechillt. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Du hast an meinem Schreibtisch gechillt, dass wenn es ein Video ist, weil ich angeguckt. Ich so liege im Bett irgendwie, die ganze Zeit Videos weiterhin angemacht und so und irgendwann dann Augen zugemacht, wieder aufgemacht. 8 Uhr morgens. Ja, 8 Uhr morgens, na, wir haben irgendwie um 5 oder so haben wir zusammen auch die ganze Zeit gelaut und ich hatte irgendwie Dauerlachflash. Wenn Justin müde ist, das ist so unnormal, wie oft der Lachflash hat, ne? Das war irgendwie das Beste, was geht. Du irgendwie lang so gegen 10, bist wieder weggegangen. Ich so hingegangen. Oder wir von meiner Mom irgendwas erklären. Ich will ihr was erklären. Ich lache einfach nur noch. Hey Justin! Was denn? Oh. Ja, nee, meine, ich spreche dich so an. Hey Justin! Na Dominik, du warst noch niemals so lange wach. Genau, du warst schon mal irgendwie. Als ich mal bei einem Kollegen gepennt habe, wo ich BO2-Suchtphase hatte. Den Namen will ich jetzt nicht erwähnen, Justin, du erwähnst den jetzt auch nicht. Bei wem denn?
Da habe ich BO2 durchgesuchtet, ne? Also halt, ich war schon um 5 Uhr morgens oder so an dem Tag wach, hab dann nochmal durchgezockt und dann war ich noch bis 18 Uhr wach und bin mitten in der LoL-Runde eingepennt. Einfach irgendwie, ich glaube, ich war irgendwie ADC oder so und einfach stehen geblieben. Hast du aber nicht mit Marvin und so, oder? Nee, da ich. Ja, so ganz alleine, wo alles ganz leise ist, meine Eltern waren auch nicht da. So, weißt du, wenn komplette Ruhe ist, dann fällt man sogar so irgendwie ein. Ja. Und sogar irgendwie gewollt, aber nicht auch nicht ungewollt, weil ich habe mich irgendwie einfach auf meine Tastatur gelegt oder so. So, mit dem Kopf oder so. So, weißt du, einfach scheißegal, auf AD Carry ich jetzt pennen, so einen auf den. Oder Philipp, einmal ich glaub, wo ich hab eine Leiter verpasst. Du, Marcel und ich geskypt haben. Mann. Wir haben Skype, ich bin einfach mal ein. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Zu lange her. Kannst du dich daran erinnern, wo der auch noch mit uns geskypt hat? Ich lag im Bett die ganze Zeit, wir sind weiterhin und irgendwann bin ich einfach pennen gegangen. Hey, jetzt hast du mich gespoilert für Let's Play Real Life. Ja. Genau. Ja, Real Life oder was? Richtig auf der Tastatur rum immer nur was. Das war 24/7, ey. Ich versuch schon so leicht wie möglich, ey. Wie groß ist die ganze Kacke, ey? Yeah. 2 Meter. Jetzt kommen hier wieder Team Rocket Mitglieder. Meine Pokémon sind gleich alle down, ey. Dann muss ich wieder den ganzen Weg dahin gehen. Ja. Gar keine Tränke mehr. Ich hab Ether. Was bringt nochmal Ether? Von AP, also von einer Attacke alle auffüllen. Ja, und der hat radikal, Alter. Der ist radikal, der Typ. Radikal. Ich glaube, der muss sich voll spammen mit Sandwirbel-Dings da. Ey, Quick Attack, Alter. Der will einen Quickie machen. Boah, Hyperzahn. Yeah! Ja, Hyperzahn ist. Sind down oder was? Okay. Kann ich hier Fluchtseil benutzen? Im Kampf? Ja. Nein. Oh. Kannst du sterben oder gewinnen? Du warst. Okay, alle meine Pokémon sind tot. Ehrlich? Ja. Ah, ich hab ja noch viel Spaß, diesen Weg da nochmal hinzulaufen. Egal, dann kann ich wieder die zweite, die erste Leiter mal runtergehen. Ohne Tränke gehe ich jetzt hier wieder weiter, okay? Ich hab noch 2. Ich hab auch noch 2. Ich hab 2 schon benutzt. Ich hatte 4. Ich hatte auch mal was mit 4. Ich hatte 8. Ja! Das kam, ey. Ich hatte 8. Oh, sorry, Leute. Kurz rausgetappt. Oh. 6. Seid mir nicht böse. Doch. Ah, bis wir den zweiten fertig haben und dann noch die Nuggetbrücke. Aber, nee, lass doch einfach den zweiten Dings da machen und die Nuggetbrücke doch danach, weil da geht's doch dann lang, oder? Ich glaube, man muss sogar erst die Nuggetbrücke machen, ja, bevor man den zweiten machen kann. Ja, das wusste ich doch. Weil ich glaube, erst nachdem man die Nuggetbrücke gemacht hat, kann man auch zu dem anderen Team Rocket Mitglied da. Was? Justin, du spoilerst so dolle, ne? Was? Und du redest so in verwirrten Sätzen. Boah, ich weiß spoilert, noch. Wenn ich sage, dass man erst nach der Arena und der Nuggetbrücke da durch seine Hausfrau, Professor, nee, Mrs. Rocky oder wie die heißt, vorsteht. Mrs. Rocky? Mrs. Rock oder was? Mrs. Rock. Wie Rocky, ey, da box ich kaputt. Justin kriegt wieder ein Lachflash, ich glaube, er ist müde. Das merkt man direkt. Wenn er ein Lachflash hat, ist er müde, automatisch. Ja, bin ich auch. Hast du geguckt, ob dein Item ist? Ist aber kein. Füße hochlegen, ey. Oh, das ist geil. Boah, wo legst du denn deine. Ich könnte ja eigentlich auch meine Füße hinlegen, ey, auf meine Maus, ey. Mein Einpennen am besten. Mein Schreibtisch steht doch vor meinem Bett und dann kann ich immer meine Füße auf meinem Bett chillen. Mein Bett ist hinter mir. Chillen. Mein Bett ist rund 2 Meter neben mir. Boah, ja. Das ist mega pissen, ne? Dumme, musstest du gegen einen kämpfen, der nur ein Radikal hatte? Radikal.
Karl, ne, der drei Pokémon hat. Ich bin so gerade hier die erste Leiter wieder runtergegangen. So. Aber ja, der ein Radikal hatte, ja. Dieser Rocket, ne? Ja, den habe ich jetzt besiegt. Oh, Paras hat einen Pokémon. Er hat einen. Ich war halt unterlevelt. Ja, ich bin jetzt auch gleich down. Weil ich kein Enter mehr habe. Kriegt ihr immer Geld, wenn man tot ist? Ja. Was nun? Ja oder nein? Hier noch nicht. Ja. Was bringt KP ab? Mehr Leben. Ja, mehr KP. Oder HP eben. Ach, permanent? Ja, permanent. Aber nur um ein. Ernsthaft? Nein, hängt vom Pokémon ab, wie die Stats sind. Da? Ja. Kann auch 2 oder 3 sein. Also. Ja, ich bin auch down. Ich glaub bis 4. Boah, das sind viel Spaß beim Zurückgehen, ne? Ist nicht weit, wenn man den Weg auswendig kennt. Ja, der Weg trotzdem, aber es ist richtig nervt, wenn 1000 Pokémon kommen. Ja. Ich hab Schutz. Ja, das sagt er jetzt so, ey. Der wollte Schutz. Ja, deine Mutter hat auch Kopf Schutz, gepackt, Alter. Oder was? Ja. Ich schütze mich, ich hab exakt da dumm in meinen Kopf gezogen, damit ich geschützt. Vor der Leiter kommt ein Pokémon und das ist ein Paras. Nice. Soll ich fangen? Fang ist das echt selten dort. Ja, bringt es mir jetzt irgendwie was? Weiß ich nicht, für Pokédex. Ja. Fange ich einfach mal, wenn ich jetzt nicht One-Hit mache. Hä? Okay. Ich habe einfach mal einmal Kratzer gemacht, wäre es One-Hit, dann juckt mich nicht. Oh, ein Pokéball, komm. Wenn nicht, dann werde ich. Sauber. Alright! Paras was couched. Ich weiß, was das ist, ne? Ja, ich nenn Englisch immer so geil, so um so Couch oder Lounge. Nickname geben, ja klar, Krischek. Oh, ich hab die ganzen Fail-Pokémon, die ich jetzt gefangen habe, nicht benannt, die behalte ich ja nicht im Team. Ich werde auch wahrscheinlich mein Gengar, also mal in Apollo dann Krischek nennen. Weil der kommt ja auch immer so wie ein Geist angeschlichen. Was könnte man eigentlich zu Darek nennen? Darek könnte. Ich würde eher. Oh scheiße, wollte ich gerade fliegen. Ich würde eher ein Porenta nehmen. Porenta? Weißt du, was das ist? Die Enten? Also, das stimmt. Und dann Entendead oder so. Krischek, ey. Das Porenta. Krischek. Schick. Jetzt bin ich mal die Leiter hier gegangen, jetzt kann ich auch wieder normal weitergehen, Ab wann verwandelt sich Dings zu Glurak? 36. Ah, noch ein bisschen. Ja. Meins ist 22. Und es ist 19. Meins ist 38. Ja. Ja. Mein 21. Irgendwie so ein ungutes Gefühl, irgendwer wird sich so da Bonbon schießen. Egal wer, ich glaub Justin, aber nur so ein, nee. Ich habe nur so Gefühle, ey. Hey, Justin, welches Fossil nimmst du? Ich gib's nochmal. Kabuto und Ammonitas. Also später dann Amoroso und Kabutops. Kabutops wahrscheinlich. Boah, warte, welches war nochmal das mit den Klingen? Kabutops. Ja, dann das. Ammonitas ist so ein Schneckenfossil. Doma, falls du es nicht weißt. So. Ach so, die zwei, die man sich aussuchen kann, ne? Ja. Ja, das weiß ich. Was sollte man nehmen? Wir nehmen Kabutops. Kabutops finde ich irgendwie besser. Ich auch. Was kann man nochmal damit machen? Kämpfe? Achso, das ist ein Pokémon. Ja. So. Also Fossile, die wandelst du dann. Achso, ja, muss er umwandeln. Ja. Sind die stark? Das geht. Ich glaube sogar, dass Ammonitas stärker ist wie Kabutops. Boah, hatte ich manchmal das Gefühl.